so mäßig Jungfrau Maria. Jungfrau Maria und ja, die geben nur von hinten und so. Also braucht ihr nicht zuhören und ja, ich wollte mal sagen, also Frauen stehen auf Fotzenlecker. Wir suchen uns immer chronische Fotzenlecker. Und Girls, die beste Frage, um herauszukriegen, ob es der Mann ein Fotzenlecker ist, ob so eure Muschispalte so schön lecken würde, hört meine Frage. Die Frage, die ihr einem Mann stellen müsst, ist: Magst du Meeresfrüchte? Sagt er ja, ist er ein Fotzenlecker. Dann wird er eure Muschispalte so verwöhnen, glaubt mir. Weil, wenn ein Mann auf Meeresfrüchte steht, mag er schleimige Sachen. Eine Muschi ist schleimig, genau wie ein Tintenfisch, ein schleimiger Tintenfisch. Wallah, dann, ich schwöre, trifft euch mit denen, macht Date, ihr heiratet ihn. Wenn er sagt, er mag keine Meeresfrüchte, ey, wallah, macht Mülltonne auf, seinen Kopf rein, wallah, er ist eh Ölauge. Was wollen wir Frauen mit Männern, die nur ihre Keule unten reinschieben? Haben wir was davon? Nein, Mann, wir stehen auf chronische Fotzenlecker. Meine Fresse, Mann.